Ich freue mich tierisch, hier zu sein. Als ich heute Morgen in Magdeburg losgefahren bin, dann durch diverse Bundesländer, nicht nur eine Grenze, überzogen habe, dachte ich, Mensch, das ist wirklich schön. Es ist ein paar Jahre her, dass ich hier sein durfte und es ist einfach schön, wieder zurückzukommen. Ich hatte aber in der Vorbereitung so einen kleinen Moment, wo ich dachte, oh nö. Und zwar war das bei meinem ersten Telefonat mit Jane, die das alles hier großartig organisiert und die nannte mir den Predigt. Erstmal Applaus für Jane, danke schön. Ja, genau, Jane. Dinge, die sie nicht mag, genau. Gern geschehen, genau. Sie nannte mir den Predigttext für heute Abend. Jesaja 53, 1 bis 12. Und das ist der Text, den wir gerade gehört haben. Und ich dachte so, oh, ach, vielleicht komme ich einfach erst Ostersonntag. Weil ich finde den Text echt hart und echt schwierig. Und ich bin jemand, ich mag Hoffnung und ich erzähle gerne schöne Geschichten. Und dann gibt es diesen Text über Zerrissenheit und Verachtung und geschändet und allerverachtetster und weder schön noch majestätisch Schmerzen und Krankheit. Und ich habe gemerkt, ja, genau damit muss ich mich jetzt auseinandersetzen, denn es geht um Karsamstag. Es geht nicht um Ostersonntag. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch mit dieser Zerrissenheit klarkommt, ob ihr auch gerne die Abkürzung nehmt von Karfreitag schnell zu Ostersonntag und den Samstag eigentlich so ein bisschen wegradieren lassen würdet. Aber ich glaube, dass dieser Tag heute, der Karsamstag, ganz, ganz wichtig ist. Dass dieser Moment, wo wir uns damit auseinandersetzen, ganz wichtig ist. Wenn wir ins Neue Testament gucken, in Matthäus, wo steht, was passiert ist, als Jesus gekreuzigt ist, gestorben ist, dann steht da irgendwann, dass er ins Grab gelegt wurde und dann wurde ein großer Stein davor gerollt. Und genau an diesem Punkt sind wir gerade. Der Stein ist davor. Das Gefühl, jetzt geht nichts mehr. Jesus ist gestorben und dann kam der Stein. Und keiner von denen, die am Kreuz waren, hatte schon eine Bibel, wo er nachlesen konnte und wusste, ah Mensch, bald kommt ja der Sonntag, dann ist alles wieder gut. Sondern es war für die Menschen, für die Jüngerinnen und Jünger, die da standen, war es eine Endgültigkeit. Der Stein ist davor. Zerrissenheit, das Thema hatten wir gerade. Und ich würde euch gerne ein bisschen mit reinnehmen in Punkte in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt so ein Stein davor. Da ist jetzt was zu Ende. Da ist etwas, was nicht wieder neu wird. Ich habe gerade erzählt, dass ich vor vier Wochen am Friedhof stand. Meine Schwiegermutter ist gestorben. Und ich werde euch nicht in diese Geschichte mit reinnehmen, weil die einfach viel zu frisch ist. Ich möchte euch in eine Geschichte mit reinnehmen, die schon etwas länger her ist, über die ich einfacher reden kann. Eine Geschichte, die ziemlich lange her ist. Als ich ein kleines Mädchen war, waren wir zusammen im Urlaub. Meine Eltern, mein großer Bruder und ich. Und wir hatten einen schönen Urlaub an der Nordsee. Und dann waren wir an der Tankstelle tanken. Und meine Eltern hatten das Geld vergessen zum Tanken. Und dann sind wir zurückgefahren. Meine Mama haben wir als Pfand an der Tankstelle gelassen, weil wir schon voll getankt hatten. Und ich war 5, wir sind ins Auto, sind zurückgefahren. Und dann weiß ich nicht mehr viel. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann dachte, boah, mein Papa hat echt cool geschleudert. Meine Mama stand an der Tankstelle und wir kamen nicht zurück. Und dann sah sie irgendwann die Feuerwehr an sich vorbeifahren. Dann sah sie einen Krankenwagen und Polizei vorbeifahren. Und dann ist sie zu dem Tankwart gegangen und hat gesagt, das ist meine Familie, ich muss da hinterher. Es gab kein Handy damals und der Tankwart hat sie dahin gebracht und es waren tatsächlich wir, die wir einen Autounfall hatten. Wir hatten ein Überholmanöver, hat nicht so funktioniert, ein Trecker hat uns gerammt und unser Auto hat sich so geschleudert, also das ist die Erinnerung, die ich habe, dass es mit der Fahrerseite gegen einen Baum gedrückt wurde und das Auto bis zur Handbremse eingedellt war. Wir haben alle überlebt, mit vielen Narben und vielen Folgen davon. Mein Papa ist kurz danach Frührentner geworden und hatte sein Leben lang mit Krankheiten zu kämpfen. Dass er überlebt hat, ist ein Wunder, ist überhaupt ein Wunder.
Aber es war danach nichts mehr wie vorher. Mein großer Bruder hatte große Schwierigkeiten in der Schule. Das Bein war verkürzt. Ich habe am wenigsten abbekommen. Ich musste einige Wochen zu meinen Großeltern und bin da eine Zeit lang aufgewachsen. Und es war ein Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da habe ich es noch nicht so realisiert, jetzt sind einfach Dinge zerbrochen, Dinge zerrissen. Und es ist eine Geschichte, die in meiner Familie immer wieder erzählt wird. Und wir haben in unserer Familie verschiedene Blickweisen. Das eine ist die Wundergeschichte. Wir haben alle überlebt, wie schön. Das andere ist so eine Weisheitsgeschichte. Naja, vielleicht war es ganz gut, dass das passiert ist. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Das andere ist so eine Ach du Scheiße-Geschichte. So, es hätte ja auch einfach nicht passieren können. Und es kommt immer darauf an, welche Blickweise wir haben, wie wir diese Geschichte erzählen. Und dann gibt es Leute, die kamen unser Leben lang von außen, die hatten noch schönere Geschichten oder noch schönere Arten, auf diese Geschichte zu gucken und sagen, naja, Gott muss euch schon sehr lieben, dass er euch das zumutet. Oder zu meinem Papa, ist Sünde in deinem Leben? Denn Gott möchte dich heilen. Oder schaut doch mal, ihr könnt doch Gott dankbar sein, was er euch alles geschenkt hat. Und es gibt ganz viele Arten, auf so etwas zu schauen. Und das kennst du sicher, wenn du in deinem Leben Zerbruch, Zerrissenheit, Verlassenheit erfahren hast, dass du das auch kennst, dass es immer so eine Möglichkeit gibt, dahin zu gucken, dahin zu gucken, dahin zu gucken. Aber vielleicht guckst du auch manchmal drauf und sagst es mit vielen Jugendlichen aus der Villa Wertvoll, die einfach sagen, war scheiße. Und vielleicht es ist total falsch, so ein Wort in einer Predigt von einer Bühne auf der Osterkonferenz zu sagen. Aber vielleicht ist genau das auch wichtig, mal auszuhalten. Dass du Dinge in deinem Leben, Beziehung, Schmerz, Unfälle angucken darfst und sagen kannst, ist scheiße, ist kaputt, ist zerbrochen. Ich will jetzt auch mal nicht das Gute daraus suchen. Ich will jetzt mal nicht gucken, was daran schön ist, sondern ich will einfach mal sagen, es ist zerbrochen. Ich habe das Gefühl, jemand hat einen Stein davor gemacht und es ist zu. Wir diskutieren oft bei uns in der Villa Wertvoll in meiner Theatergruppe mit Jugendlichen, die aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen. Viele davon sind überhaupt nicht christlich geprägt, darüber, ob unsere Theaterstücke, die wir selber schreiben, ein Happy End haben darf. Und ganz oft sagen die, nee, das Leben hat auch kein Happy End. Und dann stehe ich da und das ist genau diese Zerrissenheit, die ich habe, wo ich sagen muss, ja, ich kann dir auch kein Happy End versprechen. Ich kann jetzt dein Leben sehen und ich verstehe, was du gerade fühlst und ich erkenne den Zerbruch. Aber ich will jetzt gerade keine platten Versprechungen machen. Ich kann dir anbieten, dass wir zusammen die Scherben aufkehren. Und dann können wir uns ein paar Scherben angucken und sagen, ja, und immer noch Scherben. Mascha Kaleko, eine jüdische Autorin, hat mal gesagt, sieh da, ich habe alle Scherben zusammengekehrt, aber alle Scherben sind noch kein Glas. Kar-Samstag. Ich glaube, das ist gut, dass wir diesen Tag heute haben. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir Texte in der Bibel haben, wie Jesaja 53. Er wurde verachtet, er war ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir nicht zu schnell zu Ostern springen, sondern wenn wir diese Trauer mal aushalten. Weil Gott selber sie ausgehalten hat.
Und weil es eben nicht nur darum ging, einmal schnell zu sterben und dann wieder aufzuerstehen, sondern weil es auch darum ging, zu zeigen, ich, Gott, leide. Ich habe Schmerzen und ich stehe am Kreuz und rufe, oder ich hänge am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn dir jemand gesagt hat, du darfst die Warum-Frage nicht stellen bei allen Scherben, dann kannst du auf Jesus verweisen und sagen, selbst der hat die Warum-Frage gestellt. Und da kam keine Stimme aus dem Himmel, die hat gesagt, das darfst du aber nicht. Und wenn du dich Gott verlassen fühlst und jemand sagt, Gott ist immer bei dir, dann kannst du auf Jesus verweisen und sagen, selbst Jesus hat sich Gott verlassen gefühlt. Wenn du dich Gott verlassen fühlst, wenn du eine Warum-Frage stellst, dann bist du in guter Gesellschaft. Heute hier. Und ich wette, wenn du nach rechts oder links guckst, dass es vielen so geht. Die sagen, ja, bei mir ist gerade Karsamstag. Gestern, letzte Woche, letztes Jahr sind Dinge passiert, sind Dinge zerbrochen. Jemand hat einen Stein davor geschoben und ich habe keine Chance. Ich kriege ihn nicht zur Seite, ich komme da nicht durch. Ich habe vielleicht Menschen die Hand gereicht, aber es gibt Menschen, die wollen sich nicht versöhnen, die können sich nicht versöhnen. Und das tut weh und da ist ganz viel Trauer und ganz viel Schmerz. Und wenn wir so einen Vers haben wie in Jesaja, der ja hunderte von Jahren bevor Jesus gestorben ist, geschrieben wurde, prophetisch empfangen wurde, wenn wir den haben, dann haben wir immer zwei Möglichkeiten. Wir können den Satz für Satz durchgehen und analysieren und überlegen, was könnte welches Wort meinen und wie könnte das gedeutet werden. Oder wir können ihn einfach wirken lassen und einfach aufs Kreuz schauen, auf Jesus schauen und spüren, ich bin nicht alleine. Ich bin mit meiner Hoffnungslosigkeit, mit meinem Schmerz nicht alleine. Ich habe über den Text viel recherchiert und jemand hat geschrieben, für mich ist es einer der schönsten Texte im Alten Testament. Und ich dachte, echt jetzt? Also schön, schön finde ich diesen Text überhaupt nicht. Wichtig. Berührend, beeindruckend und ganz, 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 ganz entscheidend, weil es um das Kreuz geht und das Kreuz für uns als Christinnen, als Christen so wichtig ist. Aber ich würde nie das Wort schön dafür verwenden. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, war er tot. Und die Jünger und Jüngerinnen hatten erstmal nichts. Hatten vielleicht die Enttäuschung über sich selber. Vielleicht Wut auf sich oder auf die anderen. Vielleicht auch Enttäuschung über Jesus, weil er plötzlich weg war. Aber sie standen vor einem Stein und kamen nicht mehr zu ihnen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, war er selber völlig verzweifelt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Gott, der nicht im Wettkampf mitmacht um den stärkeren, besseren, schöneren Gott, sondern der freiwillig den Kürzeren zieht. Ich weiß nicht, wie du mit Trauer umgehst, wie du damit umgehst, wenn da Scherben sind. Ich selber neige zu zwei Sachen. Zum einen zu Aktionismus. Ich bin jemand, die ganz schnell versucht, alle Scherben zusammenzusammeln und Menschen wieder zusammenzubringen oder irgendwas zu tun. Mir fällt es schwer, den Karsamstag auszuhalten. Und ich neige dazu, manchmal so ein bisschen überzureagieren. Ich habe das gerade gesagt, als es um die Zerrissenheit ging. Und zu Hause in meiner Familie gab es eine Geschichte, eine Legende, wie man mit Trauer umzugehen hat. Mein Papa war auch ein sehr emotionaler Mensch und seine Mutter war sehr verbittert. Und sie hat ihm immer gesagt, und das hat er uns weil sie sehr traurig war, hat er an uns weitergegeben, Bettina, mit Trauer manipulierst du, sei wütend. Ich lasse das erstmal so stehen, aber so bin ich aufgewachsen. Ja? Wir waren eine liebevolle Familie, aber es wurde auch laut. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, Simon.
kommt auch aus einer sehr liebevollen Familie und seine Prägung war: Wut ist nicht biblisch, du darfst aber traurig sein. Ja, ihr lacht. Beides Erklärungen, die so nicht in der Bibel stehen, ja, aber wir sind somit aufgewachsen, sind zusammengekommen, hatten wunderbare 5 Tage, dann kam der erste Streit. Und es ging um eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwie, vermutlich hat er was Falsches gemacht und ich habe alles richtig gemacht. Jedenfalls wurde ich ein bisschen wütend, dezent. Und habe das natürlich nicht gesagt, so, na mein Schatz, ich werde jetzt aber wütend, sondern habe halt körperlich emotional reagiert. So. Und Simon hat auch emotional reagiert und wurde traurig. Vor allen Dingen, weil ich ja wütend wurde. Und dann wurde ich noch wütender, weil er ja traurig wurde. Und ich wusste ja, dass er durch Trauer mich manipuliert. Und dann wurde er noch trauriger, weil er natürlich keine wütende Frau haben darf, weil das ja nicht richtig ist. Und dann wurde ich noch wütender, weil er noch trauriger wurde. Es ist ein bisschen eskaliert. Also ich bin eskaliert, er war ja nur traurig. Vielleicht, ja, ich habe überreagiert. Genau, es ist... Wir haben irgendwann mal so einen Schrank mit Gläsern angesammelt, so solche wie die hier, die ich zerschmeißen durfte, wenn es hart auf hart kam. Wir haben dieses Muster irgendwann mal relativ schnell mit einer Eheberatung wirklich analysiert und können jetzt selber darüber lachen. Ich erzähle euch die Geschichte, weil ich für mich dieses Trauerthema ein großes Ding ist, ja? So, bis ich lernen durfte: Durch Trauer manipulierst du nicht, das ist Quatsch. Also du kannst durch Trauer manipulieren, du kannst aber auch durch Liebe, durch Wut, durch Hass, durch alles Mögliche kannst du manipulieren. Aber Trauer ist ein wichtiges Gefühl, was dazugehört und was du leben darfst. Wut ist genauso ein wichtiges Gefühl, du solltest nur niemanden dabei schlagen. Aber es ist entscheidend, diesen Gefühlen Ausdruck zu geben. Und ich glaube, dass wir deswegen diesen Kar-Samstag haben, um diesen Gefühlen Ausdruck zu geben, um diesem Gefühl der Verlassenheit, vielleicht auch der Wut, warum hast du mich verlassen, und der Zerrissenheit, um das zu leben und nicht uns schnell zu Ostern zu retten, sondern zu sagen, ja, Dinge sind kaputt. Dafür darf ich auch mal heftige Worte finden. Ich kann alle Scherben zusammensammeln, aber alle Scherben sind kein Glas. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und es gab viele, viele, viele Gründe, die dafür sprechen, dass er es getan hat. Und wenn wir Jesaja lesen, dann ist da ganz viel drin. Da steht drin, dass es da war, weil so viel Sünde in dieser Welt ist, weil er die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Da steht drin, dass er verachtet war und alle, die dieses Gefühl kennen, verachtet zu sein, verlassen zu sein, haben hier einen Gott, der sagt, ich kenne das auch. Ich bin nicht der Superheld. Ich bin nicht Spider-Man, Superman, Thor, keine Ahnung, wie die anderen Götter alle heißen, sondern ich bin der, der sich ans Kreuz nageln lässt. Ich bin der, der die Sünde der Welt trägt und der damit leben kann, missverstanden zu werden. Sie hielten ihn für den, der von Gott verachtet wurde. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet und erniedrigt. Über diesen Gott reden wir. Und für mich ist es das Kreuz, der Grund, warum ich gerne, sehr gerne Christin bin. Weil ich weiß, dieses Symbol, damit kann ich vielen Menschen, ich sag mal vielen Menschen nahe kommen. Nicht mit einem goldenen Klunkerkreuz und mit zu sagen, alles wird gut, sondern zu sagen, guck mal hier, hier darfst du deine Scherben hinbringen. Und du musst nicht sofort getröstet werden. Und du musst nicht, wenn du ans Kreuz gehst, nach 5 Minuten wiederkommen und alles ist gut. Sondern du darfst deine Scherben dahin bringen und sagen, ich bleibe jetzt hier. Ich halte die Zerrissenheit aus und vielleicht bleiben die Scherben auch genauso da.
Ich weiß nicht, welche Geschichten du in deinem Leben erlebt hast oder in welchen du jetzt gerade drin steckst, wo Dinge zerbrochen sind, wo ein Stein davor ist, wo du dich vielleicht von Menschen verabschieden musstest, entweder weil sie selber gestorben sind oder weil Beziehungen kaputt gegangen sind. Aber egal, wie tief es gerade bei dir ist und wie hoffnungslos das ist, das Kreuz ist da. Und das Kreuz ist heute eine Einladung für dich, deine Scherben dahin zu bringen. Einfach da zu sein, mit aller Verzweiflung, mit allen Fragen, mit aller Gottverlassenheit. Als ich auf der Beerdigung vor 4 Wochen war, hatte sich meine Schwiegermutter vorher gewünscht, dass wir keine Trauerkleidung anziehen. Und ich fand es ganz schwer, weil in mir alles nur schwarz tragen wollte. Und wir haben das natürlich akzeptiert. Aber ich möchte dich einladen, dass du schwarz tragen darfst, wenn du gerade trauerst. Dass du innerlich schwarz tragen darfst. Und vielleicht hast du gerade auch den Wunsch, einfach mal dein Profilbild bei Insta auf schwarz zu stellen, weil du sagst, ich sehe keine Hoffnung. Und dann lade ich dich ein, genau in dieser Hoffnungslosigkeit zum Kreuz zu gehen. Nicht in der Hoffnung, mit Seifenblasen und Einhörnern zurückzukommen, sondern in der Hoffnung, dort verstanden zu werden. Wir haben gleich eine Zeit der Stille. Das werden wir auf der Osterkonferenz nach jeder Predigt so machen. Und in dieser Zeit darfst du eine Frage für dich bewegen, bebeten. Und diese Frage lautet: Welche Scherben möchtest du heute unters Kreuz legen? Und das kannst du für dich machen, ganz still an deinem Platz, in dem du betest und Jesus die Dinge sagst, wo ein Stein vor ist. Das kannst du auch auf der ganzen Osterkonferenz noch in der Seelsorge machen. Immer wieder zu sagen, ich bringe die Dinge ans Kreuz. Ich halte das aus, es ist Karsamstag. Es ist der Samstag des Trauerns. Und was ich dir heute sagen möchte, ist die Frage: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit dieser Frage bist du nicht alleine. Du darfst sie aussprechen und du darfst jede Scherbe, jeden Zerbruch unter das Kreuz bringen. Wir haben jetzt die Zeit der Stille und Jesus lädt dich ein. Der Gekreuzigte lädt dich ein, mit deinen Scherben da zu sein. Amen.